willkommen wieder zu unserer Sendung Andruck, der Pressetalk auf TV Berlin. Und Sie merken, ich bin ein bisschen erkältet und das von den Weihnachtstagen. Na gut, ziehen wir durch, ja, schaffen wir schon heute. Wir wollen reden über die Zukunft, das Jahr 2019, rot-rot-grüne Koalition in Berlin. Was wird werden? Wird Frau Günther überleben? Gibt es Fahrverbote? Was macht die Bildungspolitik, die Schulpolitik, die Wohnungsbau- und Mietenpolitik? Und das alles wollen wir mal versuchen in knapp 30, 45 Minuten zu packen mit Peter Neumann von der Berliner Zeitung und die Morgengruppe. Die Morgengruppe sind ganz viele Zeitungen, aber wir lassen genau, mal bei der Berliner bleiben Zeitung. Bei den Berlinern, genau. Jerome Lombard, Neues Deutschland, herzlich willkommen. Und Christine Richter, Chefredakteurin Berliner Morgenpost, Ihnen auch ein ganz herzliches Willkommen. Ich hoffe, meine Stimme hält, sonst müssen Sie übernehmen. Die hält bestimmt. Was wird 2019? Kommen Fahrverbote? Bleibt die Verkehrssenatorin, die in den letzten Wochen ja ziemlich unter Beschuss war, im Amt? Bleibt überhaupt der ganze Senat? Was sagen Sie? Also 2019 wird bestimmt ein herausforderndes Jahr. Die rot-rot-grüne Regierung ist jetzt 2 Jahre im Amt, hat ein paar Sachen angestoßen, aber bei weitem noch nicht alles umgesetzt. Siehe Schulbau, da muss also dringend... Sind doch noch 3 Jahre. Naja, 2,5, ne? Ja. 21 im Jahre 2, oder eher 2, 2021 vor der Wahl wird ja wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel passieren, zeigt ja die Erfahrung. Also es wird auf jeden Fall ein herausforderndes Jahr. Sie haben es angesprochen, Fahrverbote bis März muss, jetzt geht meine Stimme auch aus Solidarität auch schon weg, bis März muss ja der Senat nachweisen, wie er die Luft auf den vielen Straßen sauberer kriegt. Sonst gibt es da Fahrverbote, hat er diese Frist bekommen. Die Verkehrssenatorin steht meiner Meinung nach zu Recht unter Druck. Einmal wegen ihres Staatssekretärs und was wir jetzt die letzten Tage erlebt haben mit den U-Bahn-Sperrungen, die pünktlich zum Januar beginnen, auf 2 sehr wichtigen Strecken, wo sie wohl auch erst aus den Medien davon erfahren hat und dann vom regierenden Bürgermeister aufgefordert wurde, doch Ersatzverkehr zu schaffen. Also ein weites Feld, aber ich glaube, das Jahr wird herausfordernd für die Regierung. Herr Neumann, wenn man sowas aus der Zeitung erfährt als Verkehrssenatorin, Stimme kommt gleich wieder, ja, da muss man sich doch fragen, warum höre ich davon nichts als Verkehrssenatorin? Ja, also erstmal finde ich es natürlich gut, wenn sich auch die Verkehrssenatorin aus der Zeitung informiert, weil das ist das Medium der Wahl, auch in Berlin. Leider denken viele Berliner anders. Ich bin aber trotzdem einer anderen Meinung. Stand das in Ihrer Zeitung? Aber nein. Also stand dann wirklich in allen. Also ich muss schon sagen, das erinnert mich immer an den ersten Pressetermin mit Frau Günther. Da hat sie nämlich neben vielen Dingen auch auf Nachfragen genervt reagiert und gesagt, sie möchte keine Verkehrssenatorin sein. Keine Senatorin, die sich insbesondere um den Verkehr kümmert. Sie hatte sehr viele Fragen zum Thema Verkehr bekommen, keine zu ihrem Lieblingsthema Klimaschutz und sie war richtig sauer. Und ich kann mich noch erinnern, dass eine Kollegin dann sagte in der Runde in aller Freundlichkeit, Frau Günther, damit werden Sie hier nicht durchkommen. Weil genau wie Sie sagen, seit Ernst Reuter Verkehrsdezernent im Berliner Magistrat gewesen ist, legen die Berliner Wert darauf, dass diese Stelle richtig besetzt ist und auch gut besetzt ist. Und ich muss sagen, nicht für alle Malaisen in diesem Bereich ist Frau Günther zuständig, aber es ist klar, 2019 wird auch für Sie ein sehr interessantes Jahr, weil sie unter Beobachtung steht, ja, aus manchen Gründen. Und wir beide waren ja mal beim Pressetermin mit ihr zusammen, wo sie gesagt hat, jetzt wird es ganz schlimm, gleich müssen wir doch übernehmen, na, jetzt kommt es wieder. Ja. Ja, wo sie gesagt hat, und wir beide waren ja dabei, ich will, dass kein Auto mehr in der Innenstadt fährt. Ja, das war so eine der vielen Dinge, die sie gesagt hat, die möglicherweise auch ein bisschen überpointiert waren, wenn man bei ihr ein bisschen nachforscht. Und das ärgert ja auch die Grünen-Basis, ist ja eigentlich gar nicht so autofeindlich, wie sie halt eben daherkommt. Es ist richtig, dass wir im nächsten Jahr wahrscheinlich Fahrverbote bekommen, aber Hand aufs Herz. Fahrverbote über Abschnitte, ich habe mir das mal angeguckt, zwischen, ich glaube, 48 und 150 Metern. Also das ist wirklich Symbolpolitik vom Feinsten, muss ich wirklich sagen. Aus Autofahrersicht ehrte sie, dass sie jetzt nicht gesagt hat, so wie zum Beispiel unter CDU-Senatorin Hassamer und Haase, dass man gesagt hat, wir wollen gleich die ganze Innenstadt für schmutzige Diesel sperren. Also es ehrt sie geradezu, dass sie nur diese kleinen Mini-Abschnitte ins Auge fasst. Und ehrlich gesagt, also ich bin ja hier, wenn mit dem Auto, dann mit dem Mietwagen unterwegs. Ich kann es hier gleich sagen, auch wenn ich wahrscheinlich dann gleich Knöllchen schon mal prophylaktisch kriege, ich würde dann einfach kurz aufs Gaspedal drücken und dann einfach durchfahren. Ordnungsbehörde.
dergleichen. Ja, ja, genau. Also ich meine, das ist doch wirklich albern. Und das ist gerade halt eben auch das Thema. Also bei ihr weiß man nie so richtig, woran man ist. Und das ist auch der Grund, weswegen die Grünen Basis, ich spreche ja nicht für die Grünen Basis, ich bin auch nicht Teil der Grünen Basis, so sauer auf sie ist. Sie muss jetzt liefern, aber es wird schwierig für sie. Und sie gehört ja gar nicht den Grünen an. Nicht? Sie steht denen nahe. Parteilos. Ja, parteilos. Ja, das ist auch immer etwas, was mich wundert, dass eine parteilose Verkehrssenatorin wird in so einem wichtigen Ressort, was die Grünen ja eigentlich immer für sich reklamieren und sagen, ja, also wir können das. Und jetzt zeigt diese Senatorin, dass sie das eben nicht kann im Auftrag der Grünen. Das finde ich schon immer sehr verwunderlich, dass die Grünen da so schwach auf der Brust sind. Deswegen war ja meine Frage vielleicht nicht ganz unberechtigt. Hält sie sich 2019? Ja, das werden wir sehen. Das kann man nicht sagen. Also sie steht, wie Sie es gerade schon gesagt haben, natürlich unter Beobachtung. Im Januar wird es erstmal, naja, kein böses Erwachen, es ist ja jetzt angekündigt, geben. Aber für viele Berliner und Berlinerinnen wird es schwierig werden, sich in der Stadt zu bewegen oder zumindest schwieriger, weil vieles eben zusammenkommt, dann auch mit den Umsteigemöglichkeiten. Die U3 teilgesperrt, an Spichernstraße kann man nicht richtig umsteigen, weil dort ein Fahrzug eingebaut wird. Wer gut zu Fuß ist, kann ja überall hinlaufen. Ich frage mich immer, was machen dann ältere Menschen, gehbehinderte Menschen? Also wird da auch mal dran gedacht. Also es ist sehr schwierig für viele Menschen, das sind schon große Einschränkungen. Und Ramona Popp hat ja gesagt, ja, die Berlinerinnen und Berliner haften jetzt für die Sünden der letzten 20 Jahre, wenn man sich die BVG anschaut, das weil nicht hat investiert wurde. Mich sehr geärgert, dass ich haften soll für die Sünden anderer. Naja. Hat Sie das nicht geärgert in Ihrem Kommentar? Ach, ich ärgere mich schon öfter mal über den rot-rot-grünen Senat. Also die Verkehrspolitik der letzten Tage hat mich wirklich schon wieder sehr irritiert. Dass man solche U-Bahn-Bauten beispielsweise im Winter macht, schließt sich mir auch nicht, wenn nur wirklich alle Menschen ja, vom Fahrrad auch bei dem Wetter umsteigen auf die U-Bahn, ist mir ein Rätsel. Dass man damit anfängt, während rund um den Breitscheidplatz noch die Verkehrssituation wegen des Weihnachtsmarkts bis Mitte Januar so gesperrt ist und dann sagt, wir schicken keinen Ersatzbusse in die City West, weil überall zugestaut ist. Ja klar, weil da noch Einbahnstraße rund um Budapester Straße und Tauentzien ist. Also ich ärgere mich schon manchmal, jetzt hatten wir die letzten Tage ja auch wieder ein Erlebnis mit der Wirtschaftssenatorin, die ein neues Vergabegesetz vorlegt, wo sie 11,30 Euro Mindestlohn vorschreibt, wenn Unternehmen Aufträge vom Land Berlin bekommen, müssen sie ihren Mitarbeitern 11,30 Euro Mindestlohn zeigen. Und es steigt der Mindestlohn insgesamt, insofern, aber es ist noch mal mehr, als jetzt ausgehandelt wurde. Und dann erfährt man wieder, auch dieses ist nicht abgestimmt im Senat, sondern sie hat das jetzt erstmal an die Wirtschaftsverbände und die Kammern und die Gewerkschaften gegeben. Die Gewerkschaften freuen sich. Und aus dem rot-rot-grünen Senat hört man, naja, was machen wir denn hier untereinander? Ja? Warum bespricht man das denn erstmal nicht miteinander? Also ich habe den Eindruck, dass die Grünen angesichts der guten Umfragewerte schon denken, sie sind im Roten Rathaus. Vor allen Dingen Frau Popp meint, sie wird Spitzenkandidatin und regierende Bürgermeisterin, wenn sie sich da mal nicht irrt und nicht mehr abspricht mit dieser Regierung. Und deswegen ruckelt es auch überall. Also. Da haben Sie jetzt ganz, ganz viele Stichworte gegeben. Das stimmt. Ja? Ich habe ja immer gedacht, dass es eine Koordinierung gibt in der Verkehrspolitik. Wenn der eine sagt, ich will da bauen, dann rufe ich den an, damit du Bescheid weißt. Naja, das ist ja nun eine der vielen Baustellen, die Verkehrslenkung Berlin, die aber das soll es doch schon obere Straßenverkehr. Ja, natürlich. Also ich weiß, da hat schon Herr Müller sich die Zähne dran halt eben ausgebissen. Da ist halt eben wirklich weniger das Problem, die Verkehrslenkung Berlin, sondern dass es einfach von oben keine konsistente Ansage und Leitung gibt. Ich habe mal mit einer Mitarbeiterin der Verkehrslenkung Berlin gesprochen, die hat gesagt, die Normen, die Regeln sind halt eben so. Und wenn die Ansage halt eben so ist, dann machen wir das halt eben auch. Das Problem war, dass sich von Seiten der sogenannten Hausleitung dort nie so viele für die Details interessiert haben, aber auch keine strategische Ansage gemacht haben. Nicht? Ich erinnere nochmal, ich möchte keine Verkehrspolitikerin sein. Nicht? Und so geht das halt eben auf gar keinen Fall. Nicht? Also das ist halt eben eine der vielen Baustellen, die wir halt eben noch haben. Und die wird uns wie ein Mühlstein am Hals hängen, weil die Verkehrslenkung Berlin in der Tat eine sehr wichtige, aber dysfunktionale Behörde ist. Also eine wichtige, aber dysfunktionale Behörde können wir sie doch auflösen. Ja, ich weiß nicht, ob das wenn das nicht funktioniert. Ja, ob das die Lösung oder? Ist.
Na, die brauchen auf jeden Fall eine ordentliche Führung. Da gab es ja auch verschiedene Versuche, die dann nach kurzer Zeit wieder sich auf andere Stellen wegbeworben haben. Dann ist der Krankenstand ja, wie wir hören, immens hoch. Das ist auch immer ein Zeichen für Unzufriedenheit oder, wie Peter Neumann gesagt hat, dass sie eben nicht funktioniert. Also da muss mit Werf rangegangen werden, dass man da eine Struktur, ich weiß nicht, vielleicht müssen auch die Strukturen geändert werden, dass man auf jeden Fall, der Staatssekretär Kirschner, der erkrankt ist, wollte sich ja darum kümmern. Und ich glaube, also ihm, so wie ich ihn kenne, ist er ein sehr streitbarer und energischer Mann. Ihm hätte ich das auch zugetraut. Wahrscheinlich ging das jetzt einfach nicht. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Das ist jetzt auch kein lustiges Thema. Also dem wünschen wir gute Genesung. Aber ich glaube, da muss wirklich rangegangen werden. Aber Herr Lombard, das sind ja immer schöne Worte, die man immer hört. Die schreiben wir immer gerne in jedem Kommentar. Da muss jetzt was geschehen. Ja. Da müssen wir jetzt rangehen. Ja? Aber muss man da nicht, wer könnte denn oder muss ein Machtwort sprechen? Ist ja. Der Bürgermeister, der Regierende, in der Lage, willensfähig zu sagen, Willens so ist er bestimmt nicht weiter. Er hat sich ja jetzt auch eingemischt in die Debatte um den Schienenersatzverkehr und hat da Busse müssen her. Hat er gesagt, also es ist schon nicht so, dass da jetzt das niemandem auffällt und dass das einfach okay, das macht die Frau Günther und wenn sie da eben Misskredit erntet, dann ist das ihr Problem. So ist es nicht. Und es ist ja auch nicht so, dass es keine Ideen gäbe. Also wir gucken ja nach 2019, was passiert da. Zum Beispiel wird da ein sehr interessanter Entwurf im Abgeordnetenhaus landen von der SPD. Jetzt beim Thema Verkehr, nicht speziell zur U-Bahn, aber auch beim Thema Fahrverbote, um diese zu verhindern, denn die Deutsche Umwelthilfe macht ja weiter, schlägt zum Beispiel Fahrverbote vor auf der A100 am ICC. Oder möchte das prüfen, ob das möglich ist, weil auch da die Stickoxidwerte überschritten werden. Die SPD, Charlottenburg-Wilmersdorf, schlägt vor, dort einen Deckel drauf zu bauen auf den gesamten Bereich bis zum Rathenauplatz. Ist ein Riesenprojekt, aber das sind Ideen, die diskutiert werden müssen. Über diese Ideen diskutieren wir gleich weiter. Jetzt machen wir eine kleine Werbepause und ich hoffe, meine Stimme kommt dann gleich wieder, sonst muss Frau Richter. Also, kleine Werbepause, dann sind wir wieder da.